Tag, Leute, und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Terraria Archer Playthroughs. Die letzte Folge haben wir uns den Chlorified Shotbow gemacht und hoffen, dass der deutlich besser ist. Naja, es ist halt so eine Sache. Er schießt halt mehrere Pfeile, random. Also der Damage, schwankt immer sehr stark hin und her. Der DPS, und er hat halt auch nicht den Shadowflame-Effekt, ne? Und gleichzeitig geht's auch nicht durch mehrere Targets durch. Ist halt, ich würde sagen, es kommt auch wieder drauf an, in welcher Situation man was benutzt, aber komplett overall würde ich fast sagen, diese beiden Bögen sind ungefähr gleich gut. Halt je nachdem. Der eine halt in der einen Situation besser, der andere in der anderen. Aber naja, was uns bei Plantera am meisten weiterbringen wird, das werden wir jetzt gleich sehen. Beziehungsweise wir werden sehen, wie weit uns der Shotbow bringt. Aber vorher wollte ich noch testen. Also erstmal, zuallererst erstmal den Spawnpoint setzen, ja? Bevor hier irgendwas noch passiert. Erstmal Spawnpoint. So. Ich wollte testen, inwiefern die Holy Arrows funktionieren also hier unten. Interessant. Gut zu wissen. Sehr gut zu wissen. Dann können wir die tatsächlich auch benutzen. Das gefällt mir. Das gefällt mir sehr. Okay. Dann liegt es jetzt noch daran, dass wir natürlich nicht sterben. Ehe wir bis zu unserer Destination sind. Und zwar der Plantera Bulb. Die ja eigentlich direkt hier unten ist. Aber hier im Dschungel weiß man ja nie. Also. Wo wollen wir überhaupt kämpfen? Ich glaube, hier macht sich's ganz gut. Man weiß es nicht, ne? Oh. Du kommst weiter, als ich das gern hätte. Oh, da können wir auf jeden Fall ein Campfire hinstellen. Die sind echt fucking lang, diese Ranken, ey. So, wir wollen uns natürlich komplett regenerieren, bevor wir kämpfen. Und naja, dann mal gucken. Also es ist wirklich jetzt so ein random Try. Um zu sehen, wie weit wir schon sind, wie viel wir uns trauen können und wie viel wir noch anders machen müssen. Um Plantera zu besiegen. So. Ich sehe jetzt auch keine guten Plätze, wo man großartig noch mehr Campfires hinstellen könnte. Also ich glaube, wir werden relativ schnell sterben. So aus Erfahrung und so, ja. Dann noch die ganzen Standardgegner hier, gegen die wir sowieso schon ständig verrecken. Es kann kacke werden. Also woran wir vielleicht auf jeden Fall noch arbeiten sollten, wird das Leben selbst sein, ne? Mehr Life Fruits und so. Also, Upgrades, die ich mir vorstellen könnte, wären halt mehr Life Fruits, Chlorified Arrows eventuell. Für so Höhlen sind die bestimmt super gut. Also genau da, wo wir sie brauchen. und ja, Rüstung stehe ich halt noch sehr kritisch zu. Aber naja, wir werden es testen. Mal gucken, wie schnell wir sterben. Und, so. Da drüben kommt Jill. Oh, okay. Jetzt müssen wir irgendwie gucken, dass wir hier, genau. Ja, ich denke, wir brauchen direkt einen Heiltrank. GG. So, neue von diesen Pfeilen können wir so oder so machen. Das heißt, das ist kein Problem, dass wir die jetzt benutzen. Ja, wir sterben super schnell. Aber das Gute ist, wir machen auch sehr viel Damage. Und oh, ich habe ein Spelunker Potion aus Versehen mitgenommen, weil ich die ja auch im Inventar habe, ne? Oh, schade. Das ist Verschwendung. Okay. Also, wir machen scheiße viel Schaden mit den Arrows. Merken wir uns eigentlich, Chlorified Arrows brauchen wir wahrscheinlich nicht.
Ich gehe, also selbst wenn die halt bouncen, ich glaube nicht, dass die ansatzweise so viel Damage machen werden, wie das hier gerade. Ich meine, komm, wir hatten die innerhalb von wenigen, also wirklich wenigen Sekunden auf fast Half-Life. Das ist schon heftig. So, hier irgendwo war eine Clawfighter, oder? Habe ich das nicht gesehen irgendwie? Hä, war das nicht hier? Man weiß es nicht. Huh, okay. Ja, was auch immer. Okay. Okay. Gut. Das ist not bad. Ja, die Rüstung... Mann, die Rüstung wird halt so scheiße viel verbrauchen. Dann müssten wir nochmal um die 300 bis 400 Herz nochmal extra farmen. Das wäre halt... Das gefällt mir halt überhaupt nicht. Alter. Die fliegenden Schildkröten. Dup, 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 dup. Und hier sind wir direkt in der Hölle. Okay, aber da ist zumindest eine weitere Ader. Von Chlorophyte. Ja. So viel dazu. Das ist traurig. Ich weiß immer noch nicht, wie wir großartig besser an Chlorophyte kommen sollen. Anpflanzen ist keine Option, das dauert zu lange. Also das dauert wirklich zu lange. Wir müssen im Grunde einfach die ganze Zeit so weiterfarmen. Und diese ganzen Tode in Kauf nehmen, ne? Ich glaube, anders wird das echt nix. Ja! Ich werde nochmal hier durchgehen. Gucken, ob wir hier drüben mehr finden. Eigentlich, du brauchst halt eigentlich safe für das Farmen Spelunker Potions. Aber wir sterben halt so schnell, dass sie halt einfach nur wasted werden. Deswegen scheue ich mich gerade so ein bisschen, die einzusetzen. Aber dann siehst du halt auch die Erze so schlecht, ne? Ich bin mir relativ sicher, hier war irgendwo eine Ader. Oh, come on. Okay. Gehen mal hier lang. Ah, eine Life Fruit, sehr schön. Ja, schön. Und da ist doch... Na, da ist das zu... Das ist extrem wenig, oder? Naja, kaum besser als nix. Und wir brauchen neue Fackeln. Ah, wie viel Gel haben wir? Wo haben wir überhaupt das Gel? Hä? Ach, da oben! Ah! I see. Okay, interessant. Okay. Ich meine, hätten wir jetzt eine Spelunker Potion intus, hätten wir safe schon zig Adern gesehen. Ach du heilige Scheiße. Aber. Naja, ne. Ja. Eine so eine Mikro-Mini-Biene macht halt 30 Schaden. Das ist echt nicht feierlich. Oh Mann. Was soll man dagegen machen? Ey, das ist doch nicht... Das kannst du keinen erzählen. Dass wir hier minutenlang farmen und einfach nix kriegen. Einfach nix. Ah, diesmal nicht in die Lava. Das ist doch... Schwachsinn eigentlich. Hochgradiger Schwachsinn. Komm. Okay, hier in der Nähe ist also nichts. Haben wir nicht irgendeine Leuchte-Potion? Anscheinend nicht. Das wäre wenigstens noch schön. Da unten ist eine Ader, die
uns nicht weit bringen dürfte, leider. Ja, wie geht's hier weiter? Oh, hier ist ein Hive, aber hier ist immerhin auch ein Life Fruit. Das gefällt mir sehr. Gut. Okay, wir sehen nicht, wo was ist. Immer noch so eine. Ach Quatsch, das ist ja eine Archery. Das ist ja gar keine Dingens-Potion. Ich Vollidiot. Ich habe das gerade vom Aussehen her voll verwechselt. Aber klar, das ist so eine. Ärgerlich. Okay, da ist auf jeden Fall eine Ader, die sich schon wieder lohnt. Und da weiter rechts ist noch eine. Das ist doch schon mal schön zu wissen. Also, okay, die Ranke da ist sehr nah an uns dran. Super, super nah an uns dran. Okay, oh. Da jetzt nicht das... Warum? Warum wurde das Hive ausgelöst? Warum? Oh, come on. Naja. So, hier hat man das nächste bisschen. Immerhin kriegen wir jetzt ein wenig davon. Oh, vorsichtig, nicht, dass wir Hive-Blöcke abbauen. Sagte er und baute solche ab. Ja. Sure. Da hätten wir das. Da unten ist direkt die nächste schöne Ader. Gerade läuft es doch zumindest ein wenig. So. Da unten fängt zwar schon so langsam wieder die Hölle an, aber... Ach, whatever. Oh, da unten ist eine super schöne Ader. Aha, und da sterben sie alle in der Lava. Oh oh. Nein! Nein, warum? Ach, fuck off. Mann, ey. So ein Dreck. Ja, 92, das sind... Was ist das? 15? 15 Bahnen, ja. Ich hoffe mal, das wächst einfach mal ein bisschen größer. Haben wir nicht noch andere Stellen, wo wir hingehen können? Wir können ja mal hier links entlang. Vielleicht finden wir ja hier noch irgendwas Unbekanntes. Vielleicht aber auch nicht. Sieht auch eher schwierig aus, wa? Da über mir waren gerade drei, aber naja. Drei halt, ne? Drei kleine Erze, keine richtige Ader. Aha, guck mal, hier immer noch ein bisschen was. Ich sag euch, Plantarat, genau. Plantara wird heftig. Eieiei. Okay. Ich wollte gerade mal sagen, ich will's wagen, noch einen Trank zu nehmen. So, jetzt kann man das auch. Ah, hoho, guck an. Das ist doch mal was. Ah, immer schön ausleuchten. So, wir wollen gar nicht in irgendeine Höhle, einfach dran vorbeibauen. Und hier, das ist doch mal eine Ader. Die lässt sich doch so richtig schön sehen, ey. Das ist doch mal nice. Okay. Ja, wunderbar. Gut. Dann muss ich aber auch sagen,
Wer ist das jetzt mit der Folge gewesen? Oh, da ist der Tempel. Schön, gut zu wissen. Jo. Muss ich sagen, war's das mit der Folge? Wenn's euch gefallen hat, dann lasst doch ein Like da, wenn ich denn nicht. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Ciao, Leute.